wahrscheinlich nicht. Ich könnte Dänemark natürlich. Was ist denn jetzt kaputt? Okay, jetzt haben die den Krieg gegen die Schweiz angefangen. Okay, das könnte vielleicht. Wie viel Plus mache ich gerade? Ich hätte oben noch Armeen ausheben. Da kann ich noch eine Armee ausheben. Da noch eine Armee und. Ich brauche mehr Armeen, habe ich gerade festgestellt. Ich brauche noch mehr Armee im Feld. Wenn ich jetzt nur noch Punkte hätte, wo ich die auch aufstellen könnte, die Armee. Habe ich leider nicht. Na, leck mich doch. Da geht noch eine Armee. Wie viel gebe ich überhaupt für meine Armee aus? Ja geil. Fast 1 Million. Läuft. Läuft auch so. Dänemark. Jugoslawien hat halt immer noch Bock. Auch noch mit Nationalismus. 50%. Punkte-Maximum erreicht, ja? Damit haben wir noch schnell 2-3 Punkte aus. Die brauche ich gerade eh nicht. Es muss doch einfach möglich sein, dieses Bündnis da aufzuspalten. Merkantilismus war natürlich geil. Militärische Unterstützung, klar. Korruption gibt es gar nicht, deswegen kann ich es auch ignorieren. Bestechung. Bestechung geht wieder. Beamtenstand kann man immer fördern. Ich mache doch immer noch Minus bei Korruption. Ja, das passt schon. Beamtenstand fördern, klar. Das nicht. Die Option gibt es bei mir gar nicht. Weiß ich, wieso ich die da ignorieren kann. Also soll ich langsam mal aufhören mit der ignorieren? Ja, geht noch. 06 geht noch. Hier, komm. Beamtenstand kann man immer fördern. 97%. Ja, komm. Habe ich noch irgendwas, das Legitimität senkt? Ja, Metradition brauche ich noch. Autonomie möchte ich jetzt auch nicht. Sündenbock kostet nur wieder unnötig viel Geld. Reaktionäre, nee. Gut. Gut, ist mein Trupp schon aufgetaucht, den ich da bestellt habe. Nee, das Spiel läuft nur wieder. Läuft nur wieder auf halbe Geschwindigkeit. So einen brauche ich jetzt aber permanent frei, mal. Habe ich jetzt auch permanent frei dann. Natürlich, da haben wir gerade erst. Ein bisschen Beziehung verbessern schadet nicht, ne? Apropos nicht schaden, mache ich noch plus. Jetzt mache ich nur noch 212. Vielleicht hebe ich nur ein Stack aus. 3 wie 15. Und den zweiten hebe ich gleich wieder. Weil ich mache doch gerade nicht mehr so viel. So, Dänemark, Kriegerklärung. Jugoslawien, warum willst du da mitmachen? Halte ich doch einfach mal aus meinem Zeug raus. Ich könnte nicht Schwaben hier nicht direkt angreifen.
Hast du nicht auch Dänemark als Rival oder so? Ja, ja, ja. Moment mal. Achso, ach Köln, ich bin ja gar nicht Köln, ich bin ja Franken, ich Vollidiot. Das ist, wenn du manchmal so nebenbei noch was anderes spielst, das ist... Fragst dich dann die ganze Zeit so. So, Dänemark, wie sieht's aus? Wenn du... Hab doch einmal keinen Bock, Jugoslawien. Einmal! Das ist doch alles, was ich von dir will, dass du einmal keinen scheiß Bock hast. So, was machen die denn da? Wie lange kann man den Böhmen belagern? Ich brauch doch auch nicht so lang. Sollte vielleicht mal meine Armee ein bisschen drillen. Naja, wobei, ich glaube bei so vielen Leuten... Ah, mit drillen mal. Der Ding ist voll, ne? Ja. Ziehen, klar. Region. Ich bin Prost. Ich bin immer noch der Print. Protestantisch. Alleine. Könnte sein, dass sie bald weniger haben. Oder mehr, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich mache mal Beziehungen verbessern. So, Jugoslawien, du hast vermutlich immer noch Bock, ne? Oh, die Performance gerade ist. Habe ich die offen? Ich guck mal kurz. Ne, läuft auch. Alles gut. Jugoslawien! Warte mal, kann man deren Revolution nicht... Ruf sabotieren. Wird mir jetzt wahrscheinlich auch nicht viel helfen. Na, jetzt stirbt auch noch einer meiner Händler. Ja, was nehme ich denn da? Beziehungen verbessern? Ja, geil. Das ist doch auch schon wieder für den Arsch. Stimmt auch bald, ne? 7%, 6%. Gut, ich mache noch 176 plus im Monat. Wo bleibt denn der Rest von meinem Stack? Die Performance ist halt gerade wirklich großartig. Dänemark, könntest du mal deine... Oh, wow. Könne Böhmen den Krieg erklären, aber die kämpfen noch ewig und drei Tage gegen Ingolstadt. Oh Gott, oh Gott. Könne Bremen. Es ist halt egal, wo du hinklickst. Das sind halt immer Großmächte und Großmächte und Großmächte. Oder Verteidiger des heiligen katholischen Glaubens. Hätte ich gewusst, dass die Reformation so scheiße läuft, wäre ich katholisch geblieben. So, können wir jetzt langsam mal... Ich habe nur noch 14% Beteiligung, warum? Als ob denn noch Kämpfe stattfinden. Die KI ist doch viel zu blöd, da über Wasser zu kommen. Außer natürlich, man selbst ist derjenige, der übers Wasser angegriffen wird. Alter! Performance! Bitte! Beruhigt euch mal! Beruhige es sich! Das mit dem heiligen Verteidiger, das hört auch nie auf, glaube ich, oder? Es gibt nicht irgendwann der Zeitpunkt, wo das Spiel sagt, ey... Jetzt ist mal gut hier mit Religion. Das ist 064 in Altenburg. Ja, die Altenburg kriegt man hier so Zeug.
Aber Jugoslawien ist viel zu groß, als dass es noch irgendwie... So, ich habe endlich die 1,5 Millionen Truppen überstiegen. Jawohl. Man muss auch endlich mal über 1,5 Millionen Menschen an der Waffen haben. Frankreich? Ich würde halt gerne erstmal diesen Krieg hier beenden. Das wäre schön, aber... Böhmen ist jetzt auch nicht mehr kat... Ja toll, jetzt kann ich auch Böhmen nicht mehr angreifen. Gut, dass ich so oft draufgeschlagen habe auf Böhmen. Aber ich kann Ingolstadt und Bregenz noch angreifen damit. Ingolstadt ist... Moment, Ingolstadt ist protestantisch? Okay. Ach, deswegen führen die wahrscheinlich den Krieg, ne? Ich bin mir nicht sicher, warum die Krieg führen. So sieht das jetzt mal aus hier mit meinem... Alter! Alter! Und Irland erobert langsam Großbritannien oder was geht hier ab? Spiel! Oh Gott! Es ist vorbei! Dauert nochmal 5 Jahre. Ich glaube, es ist jetzt vorbei mit der Performance für immer. Ne? Die haben das aber noch nicht integriert, ne? Ich glaube, das könnten sie inzwischen. 0,0%, ja, Fiki. Fiki er sich! Ja, nein, ich habe das auch gekriegt, glaube ich. Wie viel kostet das gerade? 3,78. Gib mir mal noch einen Händler, den ich dann, ich weiß nicht genau wo, einsetzen kann. Wo habe ich denn schon einen Händler? Da habe ich einen Händler. Da habe ich schon 119. Uiuiui. Die anderen sind halt nicht so viel wert, weil ich keinen Einfluss habe oder weil da halt nichts los ist. KI entwickelt nicht genug. Die KI entwickelt schon viel zu schlimm. Ich laufe mal hier Handel ab, damit ich noch mehr Geld habe. Ich muss meine Armee vielleicht noch mal vergrößern. Oh Gott. Doch direkt noch mal mehr Geld. Ja, da warten wir auf die Kanone. So. Das Spiel will einfach nicht. Das Spiel will mich einfach nicht Deutschland gründen lassen. Was soll dies? Kann ich noch irgendwas angreifen? Wie sieht es mit Ollermünde aus? Also irgendwas, das nicht. Sieht überhaupt so mit der Ding aus? Schon nicht ganz wenig. Das ist alles gerade so ein bisschen. Dann führt der Krieg jetzt eigentlich noch. 53, können wir den jetzt langsam mal beenden? KI, wie sieht's denn aus? Die Performance. Ah, mein Verbündeter ist der Kaiser. Das heißt, er wird jetzt nicht mit in den Krieg gehen, wenn ich... Ja, geil. So, ich warte noch ein Jahr. Gibt's dann... Oh, es gibt bessere Einheiten dann. Die soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Die KI hat die wahrscheinlich schon, weil... Die KI das immer früher steigert. Nee, noch nicht mal. Wäre aber schön zu haben, würde ich sagen. Oh Gott, die Performance. Die Performance.
Ich bin gespannt, wie viele Jahre ich noch so mache mit der Performance. Ich glaube, wenn ich jetzt auch noch einen Krieg erkläre, geht die Performance, ich fange das Spiel an, die Jahre rückwärts zu zählen. Ach. Bist du überhaupt Zippeltum? Ist katholisch. Ach, jetzt kann ich auch denen nicht mehr den Krieg erklären, weil ich mit Dauphin, der jetzt ein Kaiser ist, verbündet bin. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Mit einer Reichsautorität? Das kann jetzt wieder Dings erlassen. Unruhe minus 1, erlasse es, erlasse es! Schnell! Schmalkalten wurde, der ist ganz unten. Ach komm schon, dieses scheiß Landtag, der wird auch immer größer. Bin nur noch bei 95%, aber das ist doch nicht wahr. SAI existiert fast nicht mehr und schafft es trotzdem noch, mich an die Füße zu kacken. Oh, die englische Armee, Marine hat aber ganz schön gelitten. So, können wir jetzt diesen Krieg vielleicht mal beenden? Danke. Was habe ich jetzt bekommen? Können wir gleich mal gucken. Ich habe 11% Beteiligung, weil... Oh, was ist denn jetzt hier, was hier alles? Ach, Unruhe minus 1 wurde erlassen. Gut, sie wurde wieder erlassen. Es wurde nochmal eine Reform erlassen. Oh, ich habe sogar 3 Provinzen bekommen. Nassau, Aachen, Wilkrach schon in Hessen die Unabhängigkeit. Großmächte eingreifen. Nee. Ich möchte da, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn ich jetzt da irgendwas drücke. Wo hat er die Autorität her? Keine Ahnung, er ist gestorben und der ist gewählt worden und hatte plötzlich die Autorität von über 50. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber... Er hatte sie und Unruhe minus 1 nehme ich gerne nochmal mit. Ich habe zwar schon minus 7, aber hey... Ich weiß nicht, wo das herkommt. Es war einfach plötzlich da. So, bist du jetzt größer oder kleiner geworden? Du weißt noch gar nicht, was du werden wirst, ne? Du wirst, glaube ich, gleich kleiner. Okay. Und es wurden jetzt ein Haufen Länder entlassen. Was wurde denn entlassen? Das ist Köln. Das da ist ein Nassau. Kann ich jetzt aber nicht angreifen. Doch, könnte ich. Schweiz ist jetzt Verteidiger des Glaubens. Ich könnte die Schweiz angreifen. Nun! Ich warte, ah ja richtig, ich wollte noch abwarten, bis ich die neuen Truppen habe. Die Schweiz hat auch so ein leichtes Problem, glaube ich. Wenn ich Dänemark nicht kriege, nehme ich halt die Schweiz. Ach richtig, da wollte ich ja Dings machen. Nee. Ich krieg diese eine verkackte Provinz halt wirklich nicht. Diese eine beschissene Drecksprovinz, die ich noch bräuchte. Eine!